Hallihallo, liebe Forza-Freunde. Mein Name ist Bitwalker und ich muss hier gleich mal, Moment, ein Stückchen Schokolade essen. Und ich erzähle euch gleich, warum. Irgendein irrer Typ hat sich gewünscht, lecker, dass ich hier bei Forza 4 auf der Nordschleife, die grüne Hölle, mit einem RUF fahren soll, mit einem RUF. RUF, für die, denen das nichts sagt, ist so eine getunte, ja, es sind so Tuner, die so Fahrzeugbauer, wenn man es auch nennen will, die ein paar Teile von einem Porsche nehmen, das Ganze ein bisschen modifizieren, also der Motor ist, der Standardmotor ist in Verwendung, Motorhaube und die Türen, glaube ich, und recht viel mehr ist es, glaube ich, nicht, der Rest wird dann alles ja, dazu selbst umgebaut oder optimiert. Und ja, ist eine wirkliche Rennmaschine, gerade hier der RGT. Und ja, ich habe dann das Problem mit dem Fahrzeug, das wähle ich jetzt gleich mal aus. Das ist nämlich jetzt der vierte oder fünfte Anlauf, dass ich hier ein Video dementsprechend aufnehme. Die ersten Versuche sind einfach kläglich gescheitert, weil, ja, weil ich einfach zu doof bin, beziehungsweise weil das Fahrzeug für meine Begriffe komplett unfahrbar ist. Also das ist wirklich für mich eine Höllenmaschine. Ich komme nicht klar damit. Entweder das Fahrzeug ja, schiebt zu sehr, also untersteuert, die Bremsen kommen mir vor, als wenn die überhaupt nicht wirken würden. Und ja, also wirklich Hölle, und ich habe mich schon irrsinnig geärgert, deshalb auch gleich hier prophylaktisch eine Schokolade. Schokolade beruhigt die Nerven, heißt immer. Lecker, lecker. Und ja, jetzt probiere ich es trotzdem nochmal. Ich sag mal so, ich kneife nicht, ja. Die kniffen wird nicht. Allerdings. Egal, was da jetzt rauskommt, das ist mein letzter Versuch. Mein letzter Versuch, hier die grüne Hölle mit diesem Fahrzeug zu bezwingen. Und trotzdem, wenn ihr Fahrzeugwünsche habt, die man hier auf dieser Strecke haben kann, will sehen oder ihr sehen wollt, schreibt es mir einfach. Ich werde dann bei Gelegenheit einfach das Fahrzeug dann testen und fahren. Und ja, ich fahre aber nur mit die grüne Hölle, muss ich sagen. Mir gefällt die Strecke einfach so. Und deshalb fahre ich nur mal hier. Ha, so, los geht's. Probieren wir es mal. Vielleicht habe ich diesmal ein bisschen mehr Glück. Die Beschleunigung ist wirklich brachial von dem Fahrzeug. Es ist echt brutal, was da Power dahinter steckt. Der Sound ist auch irrsinnig gut. Aber mal gucken, was nach der ersten Kurve passiert. Wollen wir versuchen, ein bisschen zusammenzureißen. Das ist auch das Wille bei dem Fahrzeug. Also so, ja, und da schiebt er mir schon an, na klar. So wenig kann ich gar nicht auf die Bremse drücken, dass nicht die Räder blockieren. Ja, was ist denn los mit euch? Hallo? Ja, und da bin ich jetzt. Wo bin ich? Letzter. Ah, gratuliere. Ja, mir wurscht. Ich starte das Rennen nicht mehr neu. Ich fange nicht mehr von vorne an. Ich bin nicht letzter. Da gibt es wirklich noch jemanden, noch irgendjemand bei der KI, der noch langsamer ist wie ich. Na, egal. Brutal, wie wenig Lenkeinschlag oder was auch immer das Fahrzeug hat. Das ist echt arg. Na, mal schauen, ob es noch was bringt. Zumindest ein paar Plätze gut machen wäre schon nett. Aber jetzt bin ich mal zumindest hinten dran da. Nur nicht letzter werden. Ja, also ein bisschen mitschwimmen wäre in Ordnung. Gewinnen von dem Redene, die Spieler hier auf die Schwierigkeit schwer. Und schwer ist wirklich schwer, also für mich zumindest. Das habe ich da wirklich überholt, oder was? Der Sack. Das lasse ich mir aber nicht gefallen. Schau dir das an. Schau dir das an. Frecher Hund. Jetzt schiebt er mich wieder weg da. Ich hoffe, dass ich irgendwann einmal die Strecke so weit auswendig kann, dass ich zumindest mal weiß, wo die scharfen Kurven kommen und so. Also da wird es dann sicherlich mit der Zeit besser werden. Momentan ist es ja wirklich so, dass ich immer ein Auge links auf die Karte habe. Also markante Punkte kenne ich schon mittlerweile, also die mir einfach auffallen, wo ich weiß, okay, da geht es mal länger dahin oder eben auch nicht. Oder wow. Aber es ist einfach wirklich eine zähe Piste, die nicht viel verzeiht, kommt mir vor. Also vor allem ist auch die
Die asphaltierte Strecke relativ schmal, zeitweise oder teilweise. Momentan könnte ich es nicht klagen, momentan läuft es aber gar nicht so schlecht. Also, ich rede nicht davon, dass ich nach vorne komme, aber zumindest halte ich mich mal auf der Asphaltstrecke. Sonst bin ich ja recht gerne im Gemüse unterwegs, so ein bisschen botanisches Sightseeing. Der Wagen ist wirklich, also vom Handling her, boah, alter Schwede, echt. Jetzt hänge ich mir mal an die Kollegen daran, ganz gemütlich, da jetzt bei mir stehen oder was? Dann Zebrastreifen oder wie? Nee. So, jetzt können wir ein bisschen Stoff geben da, geht jetzt fast geradeaus dahin. Gut, aber Stoff geben, dann natürlich die auch, das ist klar. Der hat die Bremsklappen ausgefahren, der Mercedes da vor mir. Gibt ja ein paar so Fahrzeuge, die so mit Klappensystemen arbeiten. Ganz markant ist es natürlich, wenn die Fahrzeuge wirklich so das Zeug ausfahren. Aber komischerweise nur beim Bremsen. Bei anderen ist es so, beim, wie heißt jetzt der 1000 PS Wagen da, das fällt mir nicht mehr ein. Es ist ja so, dass die Klappe sich verstellt, also der Heckflügel. Wie heißt der Wagen? Jetzt fällt es mir wirklich nicht mehr ein. Bugatti Veyron, genau, das war das. Bugatti Veyron mit 1000 PS. Er hat auch einen mächtigen Heckflügel, der sich beim Bremsen einfach schräger stellt und dadurch ein bisschen für Verwirbelung sorgt und entsprechend das Fahrzeug auch bremst. Das Haupt da vorne gibt es ja nicht. Doch auch viele andere Hersteller haben einfach so einen dynamisch wirkenden Heckflügel. Aston Martin fällt es mir auch ein, da gibt es auch einen, der ordentlich ausfährt. Jetzt müsste man schauen, dass wir vorbeikommen bei den Hanseln, dort ist ein bisschen nervig. Man soll ja nicht das Rennen vor der Ziellinie loben, aber bis jetzt läuft es gar nicht so schlecht, also fahrtechnisch zumindest. Es war nicht unbedingt so, dass ich wieder vorne mitreiße da, aber zumindest ja, wieder ein paar Plätze gut gemacht und immer schön auf der harten Asphaltpiste unterwegs. Bis jetzt. Der Lexus da vor mir, der ist auch ein bisschen unsicher unterwegs. Sicher ein L17-Fahrer. Darf man auf dem Nürburgring eigentlich mit L17 fahren? Ne? So mit Fahrbegleitung und so? Wäre doch mal was, oder? So statt der Autobahnfahrt als Fahrschüler mal kurz eine Runde am Nürburgring. Oh, von hinten kommt schon wieder der Mercedes daher. So, jetzt geht es Richtung, wie habe ich dazu gesagt, Kreisel und Zirkel, dabei ist es da, das fällt mir schon wieder nicht ein, das Karussell, so jetzt hat das Karussell, oh, ah, haben wir schon verschrien, gell? Und gleich Plätze verloren, das ist klar, aber die hole ich mir gleich wieder. So, schön rüber. Ich frage mich, wie viele Fahrzeuge sich hier schon mal die Ölwanne aufgerissen haben. Dann, ich glaube, wenn man über die Kante drüber kommt, zwischen Steilstück und dem Flachen, was daneben ist, kann ich mir vorstellen, dass es bei gerade diesen Fahrzeugen, die wirklich flach sind, schon zu ordentlichen Berührungen kommen kann. Und da möchte ich wissen, wie viel Liter Öl da schon geflossen sind, weil die Ölwanne aufgerissen wurde. Der Piste bleiben, ja. Ja, Platz 7 wäre so ein Platz, den ich schon öfters hatte. Das ist so mein Feld da auf der Schwierigkeitsstufe. Also alles, was besser ist, ist schon mein Mega-Erfolg. Aber ein bisschen dauert es ja noch. Ja,
wie gesagt, bis jetzt bin ich wirklich zufrieden mit meiner Fahrleistung. Sicherlich die einen von euch werden sich jetzt denken, nur was redet ihr von Fahrleistung hier? Aber für meine Verhältnisse völlig, völlig zufrieden. Es geht mir ja nicht nur ums Gewinnen, sondern es geht mir wirklich, dass ich halbwegs eine schöne Linie fahre, ein halbwegs schönes Rennen habe. Wenn der Hansl da vorne ein bisschen auf die Seite fahren würde. Ja, das war jetzt genau das, wo ich jetzt links auf die Karte geschaut habe, im falschen Moment. Das ist einfach sehr gefährlich. So, jetzt lassen wir nochmal vorbei. Ah, jawohl. Ein Platz gut gemacht. Oh, jetzt ist die Konzentration ein bisschen flöten. Ein bisschen zusammenreißen wieder. Das ist bei diesen schnellen Bewegungen, da muss man auch, also bei diesen schnellen Kurven gerade, da muss man aufpassen mit den Lenkbewegungen. Ein bisschen zu flott hin und her gelenkt und dann haben wir einen Elchtest benannt. Und dann schlittert die Kiste auch schon in die Botanik. So, das zweite, nennen Sie mal Karussell, obwohl es das jetzt nicht ist, das nennt sich irgendwie anders. Aber da dürft ihr mich nicht fragen, da bin ich wirklich der falsche Mann für diese Expertenwissen zu dieser Strecke. Auf jeden Fall weiß ich, dass es gleich in die lange Gerade geht. Und muss ich schon mal sagen, wenn ich das jetzt halbwegs heimbringe, habe ich einen besseren Platz wie beim letzten Race. Und Platz 6 ist schon mal in Ordnung. So, jetzt können wir nochmal ordentlich Stoff geben und den ROF da an seine Grenzen treiben. Mal schauen, wie viel Speed das wir hier schaffen. Allerdings ohne Windschatten natürlich. Ich bedanke mich jetzt gleich mal fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr da immer fleißig dabei seid. Ja, wünscht euch ein Fahrzeug, was ich hier auf dieser Strecke mal fahren soll für euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich sage danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.